Israel und die Hamas beschuldigen sich gegenseitig, für die Eskalation der Gewalt verantwortlich zu sein. Die Kampfhandlungen dauern an. Durch israelische Luftschläge auf Gaza wurden palästinensischen Angaben zufolge mindestens 69 Menschen getötet, darunter 17 Kinder. Doch die Hamas beschießt weiterhin Israel mit Raketen. Dabei wurden mindestens 7 Menschen getötet. Auch ein 5 Jahre alter Junge erlag seinen Verletzungen. Das Haus seiner Familie in Sderot war von einer aus Gaza abgeschossenen Rakete getroffen worden. In Israel gibt es inzwischen gewaltsame Auseinandersetzungen in Städten wie Lod, wo jüdische und arabische Israelis zusammenleben. Diese werden von extremistischen Gruppen beider Seiten angeheizt. An diesem Donnerstag begehen die Muslime Eid al-Fitr, das Ende des Ramadan, einen ihrer höchsten Feiertage. In Hebron im Westjordanland gingen israelische Sicherheitskräfte gegen protestierende Palästinenser vor. Seit Tagen gibt es in der Westbank zudem Festnahmen mutmaßlicher Hamas-Anführer.